Heute im schnellen Gericht, wir machen Omelette. Ist einfach, aber viele haben Angst. Wir machen schönes Schinken-Käse-Omelette, bisschen Tomaten, bisschen Chili. Alles, was einfach reingehört, machen wir jetzt zusammen. Freue ich mich drauf, ist lecker. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir mal Omelette. Ganz eine leichte Geschichte, aber irgendwie haben viele Angst davor. Wir machen heute mal Schinken-Käse-Omelette, Klassiker, ein bisschen Tomate mit drin. Machen wir dann. Mitgebracht natürlich Tomate, Knoblauch, Zwiebelchen, welche auch immer. Grün wenn, als Farbe, wenn es Lust drauf haben. Viele mögen es ja nicht. Getrocknete Tomate habe ich da, Chili Flakes, gibt ein wenig einen Pfiff. Eier, 2 Stück pro Omelette hätte ich jetzt mal gemacht. Sie können eigentlich auch 3 nehmen. Ihr entscheidet, wie viel Hunger das haben. Frischkäse, in dem Fall ist es Sauerrahm oder Creme Fraiche. Also alle diese 3 Sachen funktionieren tadellos. Ein wenig geriebenen Käse, ob das jetzt ein Cheddar ist oder ob Sie einen anderen nehmen. Auch Ihre Entscheidung. Butter, Schinken natürlich, muss mit rein. Olivenöl habe ich mal zur Sicherheit dabei. Alles, was wir brauchen. Ein paar kleine wenigen Vorbereitungen haben wir. Pfanne habe ich schon mal eingeschalten. Da muss ich mal hier ein wenig auf Zeiten räumen, dass man ein bisschen habt. Hier mal Salz, Pfeffer, ein Streuerchen. Ich glaube schon so alt wie ich. Also so schaut er auf jeden Fall aus. So alt ist er natürlich noch nicht. Aber Gott, was soll's. Tomatenwürfel machen wir. Jetzt sagen Sie, warum schneide ich den Strunk nicht weg? Weil ich das quasi jetzt in einem mache. Sehen Sie, Strunk hinten ist weg. Ist da dran, können das noch maximal für Suppe kochen verwenden, Bouillon mit reinmachen. Tomate hat ja einen klärenden Effekt. Und in dem Fall habe ich Obacht gegeben, dass das ein wenig festere Tomaten sind. Wenn sie jetzt richtig reife oder also die, wo halt perfekt wirklich schmecken zum Frühstück, zum Antipasti, zum was weiß ich, Tomate Mozzarella, dann sind die ein bisschen zu weich für die Pfanne. Ja, dann wird mir das zu musig oder das verliert mir zu schnell Wasser. Darum schaue ich, dass ich da feste Tomaten herkriege. Die kann ich richtig schön verwenden. Und jetzt machen wir nichts anderes wie Mise en Place, sprich vorbereiten für unser Omelette, weil wenn dann einmal losgeht, dann muss auch alles vorhanden sein. Ja, meine Zwiebeln muss geschnitten sein, meine Tomaten muss geschnitten sein, mein Schinken muss geschnitten sein. Und das bereiten wir jetzt einmal vor, bloß dass Sie auch sehen, wie schnell das geht. Ich hätte es natürlich vorbereiten können. Aber dann kriegen wir wieder unsere Mails, wo es heißt, hohoho, der Mörtel, kein Wunder, dass der so schnell ist. Der hat ja alles schon geschnitten dastehen. Aber nein, machen wir zusammen. Also, wir machen 2 Omelettes. Dafür bereiten wir jetzt vor. Und das müssen wir natürlich dann separieren. Ich glaube, halbe Knoblauchzehe zum Frühstück reicht allemal. Zwiebeln, auch da habe ich Ihnen ja gesagt, wofür nicht. Ich habe so Mischzwiebeln gekriegt. Da waren so weiße italienische drin, da waren unsere normalen drin. Egal, Sie dürften auch rote reinmachen, auch kein Problem. Fürs Omelette ist bloß wichtig, wenn Sie Zwiebeln reinmachen. Die berühmte Geschichte, ich daheim lasse jetzt raus, weil meine Frau jetzt nicht essen. Aber ich persönlich mag es gern. Schön fein schneiden. Strengen Sie sich an, lassen Sie sich lieber ein bisschen Zeit. Nicht so schnell schneiden wie ich, sondern ein bisschen langsamer, aber dafür schön fein. Ganz wichtig, weil sonst ist es schon ja, wenn zwiebellastig, sage ich jetzt einmal. Das mache ich jetzt zu meinem Knoblauch dazu, haben Sie gesehen? Meine 2 Häufchen, einmal rechts, einmal links. Und einmal hinwaschen. So, was haben wir noch? Schinken. Was macht man da? Auch Ihr Gusto. Nehmen wir mal 2 Scheiben. Ich glaube, im Rezept habe ich drin stehen, 2 Scheiben, 2 Omelette. Ich mache jetzt 2 Scheiben, 1 Omelette. Schmeckt einfach fein. Ja, einmal so. Ich muss mal die Mädchen noch ein bisschen darüber tun. Einmal so. Und fertig. So, das waren schon unsere Vorbereitungen. Also, wirklich keine Arbeit. Chili Flakes habe ich parat stehen. Pfanne ist heiß. Ich räume mal schnell den Schutt weg. Genau, die Pfanne müssen wir obacht geben. Wenn sie zu heiß ist, ich mache ein Stück Butter rein. Gibt es Nussbutter, verbrennt. Muss man schnell sein. Eier.
weil wir gesagt haben, wir sind mit der Vorbereitung fertig. Von wegen ein Ei. Nein, schon einmal ein wenig weiter wegstellen. Dann ging es ja noch. Frischkäse. In dem Fall habe ich da Sauerrahm drin. Ja, Sie müssen auch gar nichts reinmachen. Sauerrahm gibt halt einen schönen Touch. Wenn Sie mal Eierschalen drin haben, versuchen Sie es rauszutun. Salzen, pfeffern, durchrühren, fertig. So, jetzt sind wir vorbereitet. Machen Sie sich keinen Kopf, wenn da ein wenig so Bröckerli drin sind. Das ist später einfach ein wenig so ein cremiger Touch, was in Ihrem Omelett drin ist. Ich schmeiße jetzt mal mein Zeug weg, wische über mein Messer drüber. Auch meine Pfanne muss ich nicht mehr nachschauen, die ist heiß. Ich stelle es ein bisschen auf Zeit und Sie sind gleich wieder dabei. Vorwiegend, ich bin fertig mit meinem Mise en Place. Gar nichts. Hier, getrocknete Tomate brauchen wir ja noch. Und Chili Flakes fehlen noch, sonst kriegen wir da ja keinen Pfiff rein. Ja? Und die Chili Flakes haben wir ein wenig in Vor- oder in Nachteil, das ist jetzt natürlich eine Entscheidungssache. So scharf sind sie nicht. Okay? Man kann durchaus ein bisschen was reinschmeißen. So, und das machen wir auch in unser Ei rein. Diese Tomaten sind ja getrocknet und trotzdem saftig. Also ist eine schöne Mischung. Wenn Ihnen jetzt sowas passiert wie mir und Sie würden jetzt ein Stück Butter da reinwerfen, dann ist das recht schnell verbrannt hier. Ja, Sie sehen, wie das schon dampft und qualmt. Also fangen wir es an mit Öl. Die Butter machen wir später einfach dazu als, als Geschmacksträger. Stückchen Butter. Sind wir ja schon berühmt dafür. Na, und vor lauter Tomate vergessen habe ich auch noch meine gehackte Petersilie noch nicht drin. So, legen wir los. Mit was fangen wir an? Logisch. Zwiebeln. Zwiebeln ab in die Pfanne. Juhu. Anschwitzen. Da ist auch die Entscheidung, dass ich es braun werden. Schmecken sie ein bisschen raus. Lassen wir es blond. Passt auch. So, wenn die leicht angeschwitzt sind, Tomaten mit rein. So. Hier haben wir schon Salz drin. Jawohl. Also brauchen wir unser Zeug da drin nicht würzen. Mit den Tomaten machen wir den Schinken rein. So, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir unser Butter dazu geben. Die Pfanne hat nämlich jetzt die Hitze verloren. Jetzt kann ich mein Butter mit reinmachen. So, schauen Sie her. So, und die muss nicht zerschmolzen sein. Jetzt machen wir unsere Eier drauf. So. Einmal so. Einmal durchrühren. Und jetzt lassen wir uns das einmal schön braten. Es soll unten eine braune Schicht geben. So. Und schon wünscht man sich wieder ein bisschen mehr Hitze. Und eine kleine braune Schicht. In der Zwischenzeit kann ich nämlich in dieselbe Schüssel mein nächstes Omelett vorbereiten und immer mal ein bisschen dahin schauen. Wenn sich das dann langsam unten vom Rand löst, dann können wir Käse in die Mitte reinmachen. Na? Können wir es zusammen. Jetzt haben wir es wieder geschafft. He? Das ist mein Stöpsel rausgegangen von meiner schönen Flaschen. Dunnerluddel. Wie heißt es so schön? Dann kriegen wir wieder Fetzomelett zusammen. Aber alles, was mit Fett zu tun hat, schmeckt da. Jetzt fehlt bloß noch, dass mein Salzdeckel da noch aufgeht, wäre auch nicht das erste Mal. Aber funktioniert. Nicht genieren. Passt alles. So, hier unser zweites Omelett. Ne? Frischkäse rein, was brauchen wir noch? Unser Bäderler. Und immer mit einem Auge da drüben sein. Und Sie haben schon festgestellt, ich rühre nicht viel in dem Omelett. Ne? Lass uns das brutzeln. Soll ja schöne Farbe bekommen. Das ist nämlich das, was später auch schön auf dem Teller ausschaut. Teller sollten Sie vorbereitet haben. Wegen der Dekoration. So. Drüber gewischt. Sehen Sie, zweite Omelette fertig. Passt. Schauen wir mal, was wir da noch drin haben. An Arbeitsutensilien. Sowas habe ich gesucht. Perfekt. So, jetzt werden wir da mal. Wer guckt denn da rein? Der guckt rein. Schauen wir her. Jetzt ist es an der Seite bräunlich und locker. Ja, also das bewegt sich hier. So, jetzt machen wir unseren Käse in der Mitte rein. Einmal quer rüber. Nicht sparen, Käse schmeckt. Und da drin schmilzt es auch noch. Und jetzt nehmen wir unser Holzspattel und legen das da oben drüber. Wenn jetzt das einmal ein bisschen zerreißen sollte, kein Problem, weil das, was Sie jetzt da oben sehen,
ist ja quasi der Boden vor dem Ganzen. Also hoch ist hier ein bisschen zerrissen, kein Problem. Ja, und Sie sehen, schau, das Öl ist fast verschwunden. Das braucht das Essen schon. Und Sie haben immer noch gemerkt, ich rühre nicht viel. Omelette muss passen. Nehmen, stürzen, fertig. Ja, ein wenig hintrabieren. Schönes Omelette, ein saftigeres Omelette. Haben Sie ja, ach, das kriegt man fast in kein Hotel mehr. Ja, da werden die Rühreier gemacht. Ist ja schade drum. Wenn sie mir frisch gemacht werden, ist immer sehr schön. Aber alles andere ist ja Quatsch. Jetzt muss ich auf meine Flasche. Ach, jetzt ist mein Stöpsel wieder drauf. Der hat mich gerade ein bisschen verarscht. Ja? Zwiebeln wieder rein. And so on. Und so mache ich jetzt weiter. Chili Flakes fehlen hier noch. Erste Omelette ist fertig. Stecker da rein. Oder was sagt denn? Meine Kräuterbäumle, das hat man ja überhaupt nicht mehr, mal letztens die Kollegen erzählt. Die haben alle recht, aber mir quält es trotzdem. Ja, taucht mir immer wieder. Also, zweite Omelette mache ich noch und dann sind wir schon fertig. Also Sie sehen, Omelette ist kein Hexenwerk. Probieren Sie es zu Hause aus, ob Sie dann Tomaten da reinmachen, ob Sie Shrimps da reinmachen, ob Sie Muscheln da reinmachen, egal was, ob Sie Antipasti davor anbraten, alles Ihre Entscheidung. Ich will Ihnen nur zeigen, wie einfach schöner Omelette geht und wie fluffig und der Käse drin fein.